Hallo liebe Handballfreunde, ich führe euch heute einmal durchs Mannschaftshotel der deutschen Nationalmannschaft. Ich hoffe, ihr habt dabei ein bisschen Spaß. Ja, hier seht ihr unseren Fitnessraum. An den spielfreien Tagen machen wir uns hier auch zu schaffen. Vor allen Dingen die nicht so viel gespielt haben, dürfen hier nochmal ein bisschen Nachholarbeit leisten. Und einige Zeit verbringen wir auch hier. Hier drüben haben wir noch eine kleine Kraftkammer. Wie ihr wisst, ist das ja im Handball auch sehr wichtig, dass man da ein bisschen seine Grundlagen schult und die athletischen Voraussetzungen schafft, um dann im Handball die Leistung zu bringen. Also, auf jeden Fall haben wir hier in den 3 Wochen schon ein bisschen Zeit verbracht, denke ich, wenn das alles rum ist. Ja, wir gehen jetzt hier zum Swimmingpool und zum Strand, auch ab und zu genutzt, um ein bisschen abzuschalten, wenn wir spielfreie Tage haben. Ja, kann man sich natürlich mal ein halbes Stündchen in die Sonne legen und ein bisschen abschalten, wie schon gesagt. Das ist natürlich auch ganz gut, dass man nicht 24 Stunden an Handball denkt, sondern vielleicht nur 23, um dann auch wirklich es wieder zu schaffen, sich richtig zu fokussieren. Ja, und ab und zu liegen wir dann hier und liegen am Strand in der Sonne, aber ins Meer haben wir uns noch nicht getraut, zumindest ich nicht, da das Wasser ja doch nicht so warm ist. Wir haben ja hier einen Winter, auch wenn es 20 Grad tagsüber sind. Das Meer hat mich jetzt noch nicht so eingeladen, muss ich sagen. Das ist unser Essenssaal. Hier treffen wir uns 3 bis 4 Mal am Tag und stärken uns für die harten Trainingseinheiten und Spiele. Ja, es gibt hier natürlich sportlergerechte Ernährung. Ja. Ist für jeden was dabei. Es gibt Fleisch, Hühnchen, Fisch, Nudeln, die Kohlenhydrate, um den Akku aufzuladen. Und einen gesunden Salat für jeden. Also ist schon alles dabei. Ja, hier im Aufzug trifft man natürlich auch alle Nationen. Das ist immer ganz lustig, wenn man dann wen trifft, den man kennt aus der Bundesliga oder sogar aus der eigenen Mannschaft. Vorhin habe ich mich auch hier kurz mit Yannick und Ruhe getroffen. Dann haben wir beschlossen, dass wir mal kurz gemeinsam zum Strand gehen und da eine heiße Schokolade trinken. Und das ist schon ganz cool. Das hat schon so einen besonderen Flair. Du bist hier mit der Nationalmannschaft und triffst halt deine Kollegen, mit denen du jeden Tag zu tun hast. Das ist schon echt cool. Ich teile mir das Zimmer mit Andi Wolf von der HSG Wetzlar. Hier seht ihr schon unseren schönen Handballergang mit den ganzen Klamotten und Schuhen. Ich hab da mein Zimmer. Ich guck mal kurz, ob Andi da ist. Ja, wir haben sogar noch Begleitung. Andi, vielleicht wird sie was anziehen. Schon ein schönes Zimmer, aber die Ordnung haben wir jetzt nicht ganz so behalten, wie wir uns das vielleicht am Anfang vorgenommen hatten. Aber das ist ja auch wahrscheinlich normal, wenn du hier ständig am Trainieren bist und so. Beste Fernsehprogramm haben wir auch. Ja, hier haben wir das Badezimmer. Das ist natürlich, finde ich, schon so ein Highlight im Zimmer. Hier kann man sich mal schön abends in die Wanne legen und ein bisschen abspannen. Okay, dann hoffe ich, dass ihr einen schönen Einblick in unser Teamhotel hattet. Allerdings muss ich euch jetzt langsam rausschmeißen, weil ich mich auf das Mannschaftstraining vorbereiten will und jetzt nochmal ein kleines Nickerchen machen werde. Viel Spaß weiterhin bei der WM.